Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen hier zurück wieder zu Randall's Monday hier an einem Mittwochabend. Ich bin's wieder, euer Nitro-Küken, und wir stürzen uns wieder in die wilden Abenteuer von Randall. Wir waren hier stehen geblieben bei dieser guten, netten Betty, wo wir sie ein bisschen geärgert haben mit dem Hörer. Und wir müssen irgendwie weiterkommen. Aber bisher ist noch nicht wirklich viel passiert. Was wir aber noch nicht gemacht haben, wir haben die Fremde noch nicht angesprochen. Das werden wir jetzt erstmal tun. Ich vermeide den Kontakt mit Fremden, soweit es geht. Also sehr schön. Die kenne ich nicht. Okay. Kannst du da durch? Hey, was glaubst du, was du da machst, Junge? Naja, nichts. Da komme ich nur mit Fahrkarte durch. Okay. Dann brauchen wir wohl besser eine. Defekt. Shit. Er ist defekt. Okay. U-Bahn-Notruf. Gibt es einen Notfall? Sind wir mal optimistisch. Oh, kein Notfall. Ich wollte nur sagen, was für ein schöner Tag heute ist. Sehr witzig. Wiederhören. Das muss für Notfälle sein. Nichts von Interesse. Nur eine Mülltonne. Da finde ich sicher nichts Interessantes drin. Guck doch mal rein, guter Freund. Vergiss es. Die Teleskopente ist nur für ernsthafte Angelegenheiten da. Okay. Das nehme ich nicht mit. Gehen wir mal hier lang. Gibt es hier noch etwas? Ich glaube, wir müssen den Hörer irgendwie wegtun und dann. Ich weiß nicht, ob ich das schon ausprobiert habe. Würde ich ja gerne, aber der Deckel sitzt fest. Ja, kannst du das nicht irgendwie runter tun? Na bitte. So einfach geht das, liebe Leute. Einfach mit der Rasierklinge den Deckel abschneiden. Boah, das ist so gemein einfach. Okay, wir probieren es nochmal. Betty? Geht's der guten Dame gut? Das sollte ich lieber lassen. Das Ding hat mich bereits die gesamte Kindheit und die Hälfte meines Erwachsenendaseins gekostet. Oh, die zappelt aber noch hier. Das wirst du nicht mehr brauchen, Schnuckelchen. Okay, wir haben ein Edding. Was ist damit? Die Mutter aller tragbaren Spielkonsolen. Oh ja. Okay. Da sie uns jetzt nicht mehr angucken kann, würde ich sagen, putzen wir erstmal die Karte voll. Amigo, der ist total vertrocknet. Oh, aber zumindest kommen wir hier rüber. Stehen bleiben. Oh. Sieh an. Was haben wir denn hier? Bist du nicht etwas alt, um über die Absperrung zu springen? Hören Sie, es ist nicht, wonach es aussieht. Na, das sagen Sie alle. Wirklich, hören Sie, Officer... Officer Murray. Dein Freund und Helfer. Ich kenne Typen wie dich. Glaubst du wirklich, du kommst hier einfach raus, nur weil du dich dumm stellst? Naja. Warum wolltest du dich hier ohne zu zahlen durchschummeln? Okay, was haben wir für Antwortmöglichkeiten? Ich bin ein armer, glückloser... Sehen Sie, Murray, ich bin... Ja, sind wir ehrlich. Ah, es ist doch nicht meine Schuld. Die Lady am Schalter. Kommen Sie schon. Die ist nun wirklich kein Kandidat für den Angestellten des Monats, die alte Hexe. Du meinst Betty? um.
Betty. Ja. Jetzt kenne ich deinen Namen, meine Liebe. Ah, Betty. Ich weiß nicht, was ich mit dir machen soll. Aber egal, das entschuldigt nicht dein Verhalten. Du gehst nirgends hin, bevor ich meinen Bericht fertig habe. Na super. Sag bloß, ich muss jetzt warten, bis Mary lesen gelernt hat. Vergiss es, ich muss jetzt sofort hier raus. Wenn ich es heute nicht zur Arbeit schaffe, dreht mein Boss durch. Okay. Also, er muss noch den Report schreiben. Und bei uns bebt hier das ganze... der ganze Raum. Globus, Figur. Kohle, Bilder, Grill, Ausgang und Murray. Gucken wir uns erstmal die Bilder an. Die interessieren mich nicht. Was? Hey, Moment mal. Arrakis? Schloss Wolfenstein? Tron? Area 51? Wow! Sie sind ja ein richtiger Weltenbummler. Und Grillfan. Ja, stimmt. Ach, egal. Sitzt richtig fest. Der Bolzen sieht ziemlich stabil aus. Okay. Was? Damit ich zerquetscht werde? Vergiss es. Ja, nimm ihn doch mit. Ein imposanter Globus. Wie schwer der wohl ist. Schätze so etwa 6 Ruby Goldbergs. Sehr geiler Vergleich. Hey, Mini-Marie, du gehörst jetzt mir. Okay. Kohle. Gelockerter Bolzen. Rührt sich nicht. Wenn ich vielleicht ein bisschen Schmiermittel hätte. Schmiermittel? Vielleicht die Reste von einem Kuhn. Das ist einfach nur dumm. Ja, hätte ja sein können. Schmiermittel. Mal sehen, was passiert. Und los geht's. Verschwinde, ihr Junge! Okay. Ich hab sein Büro total zerlegt. Ich glaub, der ist nicht gut, auf mich zu sprechen. Ich habe jetzt einfach gedacht, okay, mach's da halt mal. Das wird ja schon nicht schief laufen. Okay, genug rumgelabert. Ich brauche ein Ticket und ich brauche es jetzt. Okay, also reden wir nochmal mit Betty. Hallo nochmal. Könnte ich jetzt endlich mein Scheiß-Ticket haben? Naja, weiß nicht so recht, du kleiner Klugscheißer. Ich war nicht so begeistert von deinem Klebestreich. Hören Sie, Lady, ich muss zur Arbeit und ich glaube kaum, dass der Officer in dieser Sache eingreifen muss, oder? Na schön, hier ist dein blödes Ticket. Jetzt hau ab! Yes! Randall wins. Na also, kann doch nicht so schwer sein. Mein Gott. So, Randalls Wohnung. Wir sind hier. Und wir können hier zu Emerson Express. Gehen wir erstmal in die Station. Achso, wir sind hier. Ja gut, dann sollten wir schon woanders hin. Oh. Wo sind wir denn hier? Emerson Express Courier Service. Eine Bank, ein fremder Bahnsteige, Kanalisation sogar. Und eine smoothige Musik. Lol. Kann man die Gegenstände auch hier wieder angucken? Verkehrshütchen. Kann man vielleicht auch zweckentfremden. Ja.
Gucken wir uns mal das Schild an. Ich nehme das blöde Schild nicht mit, okay? Das fällt mir erst jetzt auf, dass es hier ein Portal angelegt. Wenn ihr hier diesen orangenen Strich da oben seht und hier den blauen Strich, ist es ein Portal angelegt. Wieder ein Easter Egg, was ich sehr geil finde. Aber cool. Amazon Express. Ah, ich glaube, hier arbeite ich. Ach so. Da arbeitest du also. You shall not pass, Herr der Ringe. What the fuck, der Adelic, ey. Ihr seid doch krass. Ja, wäre schon geil, aber nein. Willst nicht zum ATM? Geldautomat. Kann ich nichts mit anfangen. Okay, reden wir mal mit dem Fremden. Ich wüsste nicht, was ich sagen soll. Sag doch einfach Hallo. Er sieht irgendwie weggetreten aus. Bank, Arbeiten, Kanalisation? Nein. Wer weiß schon, welche Gefahren unten in den finsteren Abwässerkanälen lauern. Killerkrokodile, mutierte Schildkröten. Tja, wir werden es wohl nie erfahren. Sie? So, was haben wir denn hier noch? Oh, Vater, geht es hier arg weit. Komm. Da braucht man wohl eine Münze. Oder kannst du da nicht? Nee, Münze haben wir nicht. Ich denke mal, nein. Manchmal juckt es mich echt mal Feuer zu legen, nur um zu sehen, ob diese Dinger überhaupt einen Zweck erfüllen oder einfach nur dumm rumstehen. Das ist eine gute Frage. Extra süßes Kaugummi. Das steckt wohl in diesen Kapseln. Melz, Pfandleihe, Qualitätsschrott zu fairen Preisen. Okay. Mal sehen, was hinter der geheimnisvollen Schachtel 3 zu finden ist. Oh, eine eklige, vergammelte Zitrone. Na super. Oh. Das ist das Rohr, wo ich die vergammelte Zitrone gefunden habe. Passe. Eine Koala-Convention in der Dr. Fred Edison Street. Hey, da wohnt Matt. Ach, wie cool. Oh, Gitarren hier. Giraffe. Mercury. Ah, Alien vs. Penetrator, Predator. Helm hier hinten im Hintergrund, wenn mich nicht alles täuscht. Okay. Wir haben hier eine Zitrone. Ja. Okay. Ach du Scheiße. Oh, das wird heute wieder echt spannend hier. Ich glaube, das ist physikalisch unmöglich. Hier gibt's allen möglichen Scheiß. Die kann ich nicht einfach nehmen, da wird Mel sauer. Und mir ist gerade nicht nach einer Abreibung. Naja. Verkaufsunterlagen aus. Morgen. Was willst du? Hast du eine von Groucho Marx signierte Konsole? Ich hab die letzte vor 2 Minuten verkauft. Warte mal. Bist du nicht der Kurier von Amazon Express? Bin ich das? Nicht, dass es mich interessiert oder so. Aber solltest du nicht bei der Arbeit sein. Ich mach grad ne Kippenpause. Na dann, wenn du nichts kaufen oder verkaufen willst. Namaste. Hoho, sehr nett drauf auf jeden Fall. Ein Dieb, warum sollten wir mit dem sprechen? Du siehst verdächtig aus. Und würdest du gerne tot aussehen? Verpiss dich. Junger Latz! Hier ist so viel Zeug, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Eine Menge zugegebenermaßen prächtiger Müll. Ja. Eine Gasflasche? Die trage ich nur rum, wenn es unbedingt sein muss. Nur eine Gasflasche. Überhaupt nicht geheimnisvoll. Die trage ich nicht rum. Eine Analoguhr. Stehen geblieben. Da war doch an der Seite ein Loch, ne? Soll ich da meine Finger reinstecken?
kannst du auch was ganz anderes reinstecken. Ein kleines Loch seitlich in der Uhr. Bestimmt müssen wir da wieder irgendwas machen. Vielleicht den Bolzen da rein? Nicht breit genug. Passt nicht. Nicht breit genug? Das ist keine gute Idee. Vielleicht die Figur da rein? Das wird nicht klappen. Warum hat er jetzt gesagt, nicht breit genug? Vielleicht den Bolzen? Da rein? Das ist keine gute Idee. Das muss nicht geklebt werden. Das muss nicht geklebt werden. Das ist keine gute Idee. Ja, okay. Aber vielleicht können wir den vertrockneten Edding mal mit der Zitronensaft. Geht nicht, Amigo. Der ist total vertrocknet. Okay, dann halt nicht. Müll. Protonenpack. Ja, okay. Giraffe. Was haben wir denn? Hier ist so viel Zeug, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Der Müll ist sicher sein Gewicht in Gold wert. Ja. Vielleicht das Buster-Schwert, wo er ganz. Das kann ich nicht rumtragen. Mr. Strives Schwert. Schätze, das braucht er nicht mehr. Das kann ich nicht rumtragen. Ja, dann nimmst du mit. Hey, bleib weg von meinen Babys. Schon gut, entspann dich. Eine Dose Mercury Cola. Ist das Zeug nicht aus Sicherheitsgründen aus dem Verkehr gezogen worden? Okay. Also hier können wir nichts gerade anrichten. Gehen wir mal Tür zur Bank. Nein, danke. Ich habe schon mal versucht, dir Geld zu kriegen, aber die meinten, ich bräuchte ein Konto. Bin ich Rockefeller oder was? Scheiß Bank. Ach ja, die guten alten Banken, ne? Gehen wir erstmal zur Arbeit.